Manor Lords, dritter Teil. Wir sind mitten im Winter angekommen. Es ist lausig kalt, die Straßen komplett vereist und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir hier unsere Hütten weiter upgraden. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Handel treiben können, dass unsere Leute nicht erfrieren, dass wir ausreichend Nahrung haben. Ja, ich bin echt gespannt. Es wird bestimmt nicht so leicht. Also die Leute rennen hier schon rum. Wir haben ja schon einiges gebaut und getan. Wir sind in manchen Bereichen sogar schon voll im Lager. Das ist doch schon mal spannend. Das muss ich mir gleich nochmal im Detail angucken. Genau, er schleppt hier schon mal die ganzen Lebensmittel wieder rein. Das ist schon mal praktisch, dass ich das hier so nah aneinander gebaut habe. Einmal hier fürs Feuerholz, einmal hier für Lebensmittel. Die Leute können sich hier selber versorgen. Wir sind gut versorgt mit Lebensmitteln. Halt. So. Okay, also wir sind wirklich gut versorgt mit Lebensmitteln. Das läuft. Alle haben ausreichend Food. Der hier auch. Ja, wir haben alle ausreichend Food. Wir haben alle ausreichend Fuel. Also alle ausreichend Brennmaterial. Was wir nicht ausreichend haben, und das hatten wir ja beim letzten Mal jetzt gebaut, sind Werkstoffe sozusagen. Werkzeugmaterialien. Das heißt, wir haben da oben auf dem Hügel, auf der Anhöhe, einen Handelsaußenposten gemacht. Wir haben einmal ja hier unten unseren Markt, der so gerade so die Basics erstmal bietet. Also zum einen jetzt natürlich Feuerholz für den Winter. Und die Leute bedienen sich hier dann am Feuerholz. Und zum anderen haben wir hier am Markt Lebensmittel. Und später, aber ich glaube, das wird gerade abgeholt, oder? Baut er das auf oder baut er das ab? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich stelle mal hier einen ein. Für Lebensmittel. Vielleicht ist ja hier einer, hat er gerade einer Zeit und kann das hier so ein bisschen betreiben. Genau. Holz, jawohl, das läuft. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, hier oben den Außenposten. Eben hier an dem Brunnen vorbei. Und am Handelsaußenposten, Trading Post, haben wir jetzt zuletzt eingestellt, dass wir mehr Tools brauchen. Und ich hoffe, das funktioniert so. Wir haben noch keinen Mitarbeiter hier eigentlich fest. Sehe ich gerade erst. Der Holzmitarbeiter ist hier immer noch am Holzen. Ja, er fällt hier weiter die Bäume. Das ist soweit okay. Die Jäger sind noch weiter am Jagen. Ich glaube, wir haben auch noch ausreichend Hirsche hier in der Region. Und ich würde sagen, das können wir mal weiterbauen. Genau. Wenn die im Winter überhaupt bauen. Bei den Bedingungen, ich weiß nicht, ob man da... Normalerweise baut man ja nicht im Winter. Kannst ja nicht ausdenken, sowas. Aber wir kriegen, glaube ich, durch die Jagd richtig viel Fleisch rein. Die schleppen ja auch schon die halben Hirsche rum. Und hängen die hier weiter mit auf. Zack, jawohl. Also da kriegen wir richtig gut Material rein. Ja, der Knackpunkt ist tatsächlich jetzt, dass wir so einen fahrenden Händler brauchen, ne? Wir brauchen so einen Händler. Ich mach mal auf ein bisschen schneller. Wir brauchen einen Händler, der uns mit Werkzeugen versorgt. Wenn wir die Werkzeuge haben, dann geht es... Mal eben Pause machen. Limited Reach. Build more. Das ist das, ne? Ne, Moment, das ist die Markt Area. Das ist das nicht. Generic, ist es das? Ne, das ist das Storehouse. Das ist das. Mit irgendwas sind wir voll. Aber ich weiß nicht, mit was? Mit Fleisch?
Was ist denn voll? Was ist voll? Ich klang drauf. Ist das voll? Hm. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei. Wir machen weiter. Bei, genau, wir wollen die Dinge ausbauen. Und dafür benötigen wir, wie gesagt, hier, wenn wir überall einen Gemüsegarten machen, dann benötigen wir ja, diese Werkzeuge. Na, man sieht da oben drüber das Zeichen, einmal diesen Hammer. Chicken haben wir nicht. Ziegen haben wir nicht. Ja, und solange wir das halt nicht haben, möchte ich jetzt eigentlich gerade ungern den letzten und einzigen Hammer, das einzige Werkzeug, was wir haben, verbrauchen. Denn wer weiß, wofür man es vielleicht doch noch braucht. Vielleicht kommt ja noch irgendwas, was wichtiger ist. Vielleicht müssen wir selbst noch eine Schmiede machen. Und dann wäre es natürlich schlecht, wenn die Schmiede so ein Werkzeug braucht. Eine Taverne hätten wir, eine Kirche hätten wir. Für die Kirche benötigen wir 8 Holz. Das haben wir noch nicht. Das können wir wahrscheinlich auch selbst noch nicht stemmen. Einen Förster könnten wir einstellen. Das wäre vielleicht in dem Bereich hier nochmal interessant. Andererseits hatte ich ja noch im Plan, so wie hier, auf der unteren Seite auch nochmal Häuser zu machen. Wohnfläche. Dass wir dann hier das Dorf quasi, das haben wir hier die Markt-Area und die Lager-Area im Zentrum. Wir haben ringsherum Wohngebiete. Wir haben hier an den Seiten, hier ist der Außenposten. Hier gibt es dann Feuerholz, hier gibt es einen Holzfäller. Dann brauchen wir noch was für, ja, hier ist ja der Ledermacher, der Lederverarbeiter und so weiter. Dann kommen hier noch Klamotten hin. Dann weiter außen kommen dann irgendwann Felder hin, ganz oben hier auf dem Hügel, hier hatte ich mir so gedacht, muss dann irgendwo die Kirche oben drauf hin, hier oder hier, ne, ich fühle die eigentlich eher hier so, dann kommt da die Kirche noch hin und Construction finished, jawohl, Tannery, sehr schön, das heißt, wir haben hier die Tannery und können tatsächlich, die Pipi-Becken und können hier tatsächlich Leder herstellen. Wenn wir denn hier jemanden haben, der ordentlich ein abledern möchte. Enable idle laborers. Temporary job. Ja, das kann man machen. Weißt du, das habe ich jetzt gerade erst entdeckt. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Wait a minute. Dass wir hier jemanden reintun, wenn er Zeit hat. So ein Ding wird das. Ist es das? Da kann mal einer reingehen, wenn er nichts zu tun hat. Guck mal, die holen sich hier die ganze Zeit noch schön Feuerholz. Die Frage ist, brauchen die das hier? Ich sehe nicht, ob die das benötigen. Also im kontinuierlichen Angebot sozusagen, ob die Feuerholz benötigen. Machen wir eben die Map auf. Man hatte irgendwo noch gesehen, wo diese fahrenden Händler sind. Und leider habe ich schon lange keinen mehr gesehen. Doch, da ist einer. Da haut gerade einer ab. Hier sind diese Außenposten. Hier kommt einer. Vielleicht. Und da kommt auch einer. Vielleicht kommen die irgendwann bei mir hier vorbei. Der haut gerade ab. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis der nächste Händler da ist. Das wird definitiv noch dauern. Das wird definitiv dauern. Da kann ich mich schon mal nicht drauf verlassen. Und dementsprechend müsste ich tatsächlich... Wo bin ich hier? Müsste ich vielleicht tatsächlich mal den Trade Post... Wo bin ich denn hier gelandet jetzt? Ah, in der falschen Region. So, hier sind wir.
Dementsprechend werden wir den Handelsposten erstmal nicht besetzen. Sondern nur, ich weiß nicht, ob das geht. Nein, geht gerade nicht. Naja, muss ich die Augen offen halten. Da müssen wir auf jeden Fall jemanden rausnehmen. Das dauert ja ewig. Wir können halt bei so wenig Arbeitsplätzen, können wir das nicht einfach machen. Was haben wir jetzt hier? Storage Limit reached. Okay. Von was denn? Warum wird mir das angezeigt? Warum habe ich 500 oder 250 Platz? Aber... Oder müssen da mehr Mitarbeiter rein? Ist es das möglicherweise? Müssen mehr Mitarbeiter da rein, die dann... Die das dann mehr managen? Das könnte sein. Ja, guck mal, jetzt laden die hier gerade alles ab. Die befüllen das nicht, ne? Die laden das tatsächlich... Oder sie befüllen es. Ich sehe es nicht so richtig. Aber jetzt ist hier gerade irgendwas wieder. 22, ach warte mal, wir können ja reinklicken. 21, 20. Die laden es wieder ab. Was eigentlich eine blöde Sache ist. Das ist doch dumm. Ach so, weil hier 15 ist von 20. Deswegen. Ah. 13 von 15. 17. Das Überflüssige nehmen sie jetzt weg. So, jetzt ist 15 von 15. Jetzt ist gut. Hm. So, dann haben wir doch hier jetzt jemanden frei, ne? Wir tun mal einen rein, der hier schön abledert. Wir haben genug mit den Hirschen zu tun. Das haben wir. Wir können, glaube ich, gerade nicht viel tun. Gibt es etwas, was man machen kann, vorsichtshalber? Wir könnten einen Förster herstellen. Wir könnten Wohnungen schon mal her aufbauen. Wir haben allerdings auch nur 5 Holz. Wir könnten mal ein bisschen mehr holzen. Wir holen hier mehr Holz. Und ich baue einen Förster. Und den hätte ich gerne hier unten. Den hätte ich gerne hier. Alter, diese tragische Musik, ne? Diese tragische Musik, Alter. So ein Ding wie das hier. Förster. Hier so ran. Das schmeckt. So. Dann können wir nämlich hier in dem Bereich durchgängig weitere Gebäude machen. Für... Die laden das da ab. Die Halunken. Die bringen da einfach das Fleisch hin und sagen, ja, Alter, ich schmeiß das hier einfach auf den Marktplatz, Alter. Und dann müssen die anderen das schnell wegräumen. Naja. Er fährt mit seinem Elch, fährt er hier ein bisschen Schlitten. Auf dem Eis. Hast du gut gemacht, Alter. Tiefkühlhirsch. Abgefahren, ey. So. Wird immer noch... Haben wir immer noch Ware. Aber die kümmern sich ja drum. Das ist doch soweit okay. So, das nächste Haus, das Försterhaus wird gebaut. Der Holzfäller. Da wird noch ein zweiter benötigt. Ich fände es halt mega gut, wenn nach einem Jahr, das ist halt jetzt die große Frage, ist das so oder nicht, die Nachkommen schon ready sind. Der ist sogar schon ready. Der rennt hier sogar schon rum. Wait a minute. Vielleicht braucht er einfach nur ein eigenes Haus.
der braucht vielleicht noch ein eigenes Haus. Warte mal. So, was haben wir gesagt? Hier in dem Bereich. Ich fange mal hier an. Oder fange hier an. Ich fange hier an. Geht nicht. Ich fange... Müsste doch gehen. Hier. Warum hängt er hier schon? So, geht doch. Eins. Zwei. Ich habe jetzt nur zwei Stück und irgendwas fehlt hier. So würde es gehen. Für ein Gebäude. Aha, und auf einmal geht's ab. Drei Gebäude. Mit Garten hinten. Wir haben hier ein bisschen das Problem, weil hier ist doch auch nicht so viel Fläche. Hoppala. Wir haben hier ein bisschen das Problem. 1, 2, 3, 4. Ein Gebäude. Ohne Special. Ein Gebäude mit Special. Mit Garten hinten. Das heißt, ich kriege aber hier nicht... 5 hin, sondern vielleicht mit Glück 4. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich reiß nochmal ab. Wenn wir hier anfangen... Eins, zwei... Hoppala, was war das? Oh, ich habe hier auf den Knopf gedrückt. Ohne Special. Geht also nicht. Ja, das macht's wieder tricky und interessant. Muss ich ja wirklich sagen. Wie machen wir es am besten? Wie stellen wir hier weitere Häuser? Warum kann ich es nicht so? Guck mal, ah, war doch da. So kann ich es stellen. Eins, zwei. Too small. Aber wir könnten noch drehen. Guck mal, dann ist doch gut. Eins, zwei... Ich glaube, ich kriege hier nur drei Häuser hin. Dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Und dann müssen woanders eben noch weitere Häuser hin. Vielleicht hier neben dem Trading Post. Vielleicht hier hinten noch. Ich meine, hier ist ja auch noch überall Platz. Wobei ich hier eben auch Industrie haben will, ne? Im Kern. Ich will, dass die... Da, wo die Industrie verarbeitet wird, beziehungsweise eingelagert wird, dass das halt mittig ist und die Leute halt nur außenrum wohnen, wo sie ihre Gärten dann haben. Wäre doch halt praktisch, ne? Wir müssen hier auf jeden Fall Häuser hinsetzen. Also, führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, wir machen hier mal eben die Connection. So. So. Ist vielleicht ein bisschen zu weit. So. Guck mal hier. Guck mal hier. Vier Stück. Komm. Werd doch einfach grün. Wo hängt's? Not enough resources. Okay. Aber das ist doch ein gutes Zeichen. Wir machen hier, setzen hier vier Häuser hin. Nicht ganz so tief rein nach unten. Aber so werden wir die setzen, wenn ich achtmal, jetzt haben wir fünfmal Holz schon. Wir bauen ja gerade noch was anderes. Wenn ich achtmal Holz habe. Vielleicht einfach nur so. Guck mal hier, so reicht's doch. Das heißt, der letzte kommt hier auf die Höhe. Und der kommt auf die Höhe hier. Ich weiß es noch nicht. So irgendwie. So. Reicht doch. Gucken wir dann, wenn das wieder so passt von den Ressourcen. Cool. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also, vier Stück kommen hier hin. Alter, wie es einfach zugeeist ist, ne? Komplett, ey. Komplett vereist. So, wie sieht es aus hier in den Häusern? Haben wir noch alles?
Wir haben noch alles. Wir haben Lebensmittel, wir haben Klamotten sogar. Ein Punkt in Klamotten, wo kommen die her? Ist das jetzt wirklich durch Leder? Nee. Let's go, people. Nee. Verschiedene Klamottentypen. Verschiedene Klamottentypen. Da kommt ein Trader, da kommt ein Trader. Da kommt ein Trader. Hier muss einer rein, dringend. Dringend. Raus, raus. Keine Ahnung von mir aus, ich nehme da auch raus. Hier nehme ich auch einen raus. Hauptsache, da ist jetzt gleich einer drin. Da ist einer drin. Okay. Da ist der Trader. Oh. Hoffentlich rennt er jetzt hier hin. Hoffentlich rennt er jetzt hier hin. Er rennt dran vorbei, oder? Nein! Da zieht sie dahin, die letzte Hoffnung. Wir werden ewiglich hier in unserem Kaff zurückbleiben. No progress, wir kriegen einfach keinen Fortschritt. Ah, der Trader. Jo, wenn einer Zeit hat, hat Zeit. Ja, dann. Da kommt der Nächste. Okay, ich lass doch einen drin. Ich lass einen drin. Das machen wir noch nicht. Das machen wir im Frühjahr. Förstern. Hier ziehen wir einen ab. Den haben wir jetzt als Trader. Es kommt ein Händler. Ich hoffe, er kommt auch mit den Waren, die wir benötigen. So. Wir haben Januar schon. Das heißt, wir haben auch den Winter schon fast überlebt. Das ist doch mal krass. Wir sind schon bald im... Naja, noch nicht ganz. Februar haben wir ja auch noch. Februar haben wir ja auch noch. Also, let's fetz. Ich warte tatsächlich auf den Trader, ey. Das wäre der Hammer. Wenn der mit uns tradet und wir bekommen Werkzeuge, damit wir im Januar, beziehungsweise ja doch, im Januar dann... Ne, im Frühjahr. Da ist er. Nein, er rennt einfach vorbei. Die rennt einfach vorbei. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Weil ich kein Geld habe. No tax to be paid. That visit mode? Was ist er denn hier für einer? Bin ich... Das, ist das hier Icke? Ich kann ihn steuern. Ich kann sogar rennen. Vielleicht fällt er hin, das wäre geil.
mit Leuten reden? Nee. Okay, ich bin auch ein bisschen groß im Verhältnis zu den anderen. Er ist einfach ein bisschen größer als alle. Er ist einfach der Babbo. Man kann hier einfach rumlaufen. Als Oberbabbo. Alter, der ist die Ice Area, ne? Als Oberbabbo hier rumlaufen. Und alle sind hart am Malochen hier, ey. Puh, das Game, Alter. Guck dir das an, das Game, ey. Ja, krass. Aber irgendwas stimmt hier nicht mit dem Trading. Das ist, also, an irgendwas muss es ja liegen. Keine Steuern, was auch immer. Wir werden sehen, was noch geht. Zur Not muss ich einfach alles selber herstellen. Kann ja auch sein. Vielleicht geht das ja auch. Und vielleicht ist das ja auch the way to go, dass ich selbst zum Beispiel jetzt hier Eisen abbaue, dass ich dann mir so eine Schmelze hier hinstelle oder sowas. Kann ja durchaus sein. Ich komme halt gerade nicht weiter mit dem Story-Mode, der hinter mir ist, weil ich eben nicht 3 Häuser auf Stufe 2 hochkriege. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Wird benötigt für nächstes Upgrade. Das heißt, die brauchen immer noch, die brauchen Alkohol und die brauchen die Kirche. Ich habe jetzt gerade 9 Timber. Also Holz kommt noch dazu. Holz kommt noch dazu. Ich mache da nochmal einen mehr. Und wir machen da und da Freiwillige, da und da Freiwillige. Ein Freiwilliger auch noch. Den nehme ich jetzt raus, was mit dem Trading wird wahrscheinlich erstmal nichts. Wir haben keinen jetzt fürs Hacken, das ist soweit okay. Und wir bräuchten als erstes, und das mache ich jetzt, ich mache als erstes hier Wohnungen hin. Wohnungen deswegen als erstes, weil ich hoffe, dass die ganzen Junior-Arbeiter dadurch neue Familien gründen. Wenn das so ist, dann ist das richtig gut. Und dann kommen wir damit richtig weit. Und es ist grün. Und irgendwas... Also für 3 reicht. Für 4 reicht es noch nicht. Doch, warte. 4 mit Special nicht. 3, 2 ohne Special. 8 Holz. 8 Holz. Irgendwas stimmt nicht. Oh, wait. Nee, 3 will ich nicht. Nee, nee. Da war es doch gerade. Hier, 4. Soll ich es so machen? Ich kann es so machen. Da, 4 Stück. Sollen wir es so machen? Ich mache nochmal eben nicht ganz so weit. 1, 2, 3. Ne, dann geht das noch nicht. So. Kriegt er auch sein Sternchen da oben? Ne, kriegt er nicht. Dann muss er doch noch ein Stückchen weiter. So. Jetzt kriegt er sein Sternchen. Und jetzt machen wir hier 4 Stück in weiß. Hier sind sie. Und so werde ich die jetzt bauen. Na komm. So. Und bauen. Genau so. Go. Radams.
Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob da jetzt wirklich die Nachkommen direkt Wohnung nehmen. Ich mach mal auf schnell. Direkt Wohnung nehmen und eigene Familien gründen und ich dadurch halt einfach mal die Anzahl der Leute drastisch erhöhe. Das ist auch geil, ne? Dieser. Oh, guck mal, er schmilzt langsam. Es ist Frühjahr, wir haben Februar, der Schnee haut ab. Die Veränderungen sind so gut. Guck mal, wie langsam das weggeht. Und das ist im Super-Schnell-Modus jetzt, im Vorspul-Vorspul-Modus. Ja, wir kriegen mehr Leute dadurch. The way to go. Wir kriegen mehr Leute dadurch. Noch jemand dazugekommen. Wir müssen Häuser bauen. Das ist the way to go. Wir müssen nicht warten, bis irgendwer größer geworden ist oder sowas, sondern das sieht einfach auch gut aus. Also, als ob du da im Garten stehst und die Sonne mitkriegst. Neue Leute, neue Leute. Einer drinne. Halt, continue. Guck mal hier noch. Die Wassereffekte auch sehr geil. Wie es einfach aussieht, ey. Ist das cool. Das war ein Riesenboost. Ein Riesenschub nach vorne. Tipptopp. Und wir sind jetzt auf einmal bei 23 Personen. Zwei davon haben gerade nichts zu tun. Sehr gut, ey. Sehr, sehr, sehr gut. Ich denke, die kommen hier ein bisschen außerhalb hin. So in dem Bereich. Die nächste Gang. Oder hier so links und rechts von der Straße. Ich weiß es noch nicht. Und wir machen hier, wie gesagt, noch mehr. Das hier gefällt mir mittlerweile gar nicht mehr. Das muss irgendwie anders. Leider kann ich natürlich diese Hauptadern hier nicht cutten. Aber das muss irgendwie anders. Das passt so nicht. Das passt. Die benutzen übrigens auch nicht diese Straßen. Die rennen einfach quer durch, ne? Das muss irgendwie anders gebaut werden. So geht das nicht. So. Wie kommen wir weiter vorwärts? Damit die ausgebaut werden können, brauchen wir andere Klamotten. Wir brauchen eine Kirche. Wir brauchen eine gesamte Produktion für Alkohol, was wahnsinnig viel ist. Das ist alles super viel. Und wir haben nur ein Tool, wir haben nur ein Werkzeug. Theoretisch wäre ja dann sinnvoll, haben wir eine Schmiedi. Iron, Slabs and Fuel. To produce tool. To craft. So, und eine Bloomery. Und muss ich die leuchtet da hinten natürlich auf. Muss ich die da hinstellen? Ich kann sie, glaube ich, überall hinstellen. Die Frage ist, was macht sie? Convert iron ores into iron slabs. Muss ich hier? Ich habe nichts zum Ausbuddeln, ne? Mining Pit, doch, habe ich wohl. Use to extract iron ore. Okay. And clay. For pottery. Cool. Da haben wir es. Das brauchen wir. Das brauchen wir hier. Und das bauen wir jetzt auch. Damit wir vorwärts kommen. Geil. Und es sieht auch noch gut aus. Wen hätt's gewundert? Natürlich sieht's gut aus.
Okay. So. Ich mache hier eine Straße weiter. Die geht dann einfach mal hier so ran. Zack. So. Das läuft. Das wird wahrscheinlich irgendwann wichtig hier von der Connection. Dann benötigen wir auf dem Weg dorthin die Produktion von Ette, also das Verarbeiten. Dann benötigen wir das Werkzeug verarbeiten. Das machen wir einfach direkt daneben. Und was wir auch benötigen, ist in dem Bereich vielleicht doch noch einen weiteren Timber Dude, damit wir einfach ein bisschen mehr Holz hacken können. Vielleicht machen wir ihn hier hin. Gucken wir mal. Da haben wir raus. Wir haben hier Holz. Sie ziehen natürlich hier viel Holz ab. Aber ich finde, es ist soweit okay. Die ziehen ja hier auch Holz ab. Woodlocker, wenn die Zeit haben. Die ziehen mit zwei Leuten. Er soll hier, hier soll einer mal ein bisschen aufforsten, wenn er Zeit hat, zwischendurch mal ein bisschen. Da haben wir einen festen und zweimal mit Zeit. Einen festen und mit Zeit. Das ist soweit okay. Wir haben drei Arbeiter frei. Wir haben aber auch nicht die Berries. Die sind aber, glaube ich, noch nicht wieder ready. Machen wir auch mal, wenn einer Zeit hat. Beeren pflücken. So. Soweit, so gut. Wir sind schon deutlich größer unterwegs. Nach wie vor ist das hier noch nicht so ganz sexy. Das ist kein Marktplatz, das ist eher ein Schlachtfeld hier in der Mitte. Aber das wird schon alles. Was fehlt jetzt hier noch? Es fehlt Holz. Die schleppen jetzt natürlich viel Holz ran. Ah, warte mal. Wir können mal so einen zweiten Ochsen-Dingens mal ranholen, oder? Macht das nicht Sinn? Ja, ich glaube, das macht Sinn. Aber wir haben nicht... Wir haben keinen Ochsen. Wir haben nur einen Ochsen. Und aus einem Ochsen kriegst du auch keine zwei. Ah. Okay. Geben wir mal ein bisschen Gas. Die holen die Ressourcen. Wir haben einen Metallbauern hier schon. Sehr gut. Jetzt wird hier aufgebaut. Jetzt wird hier aufgebaut. Zack. Wir haben einen dafür. Und wir haben gleich, wenn das ready ist, einen Schmiedi. Und jetzt kriegen wir endlich Werkzeugproduktion. I like it. Sehr gut. Und es wird hin und her gerannt, es wird produziert, es wird abgeholt. Kurze Pause. Was schleppt sie denn hier so fleißig, die Barbara? Sieht man leider nicht. Das heißt, wir gucken mal eben, wo sie denn hinbringt, das ganze Gedöns. Bringt sie denn irgendwo was? Oder bringt sie... Ja, Iron Ore. Schleppt sie hier hin. Das ist natürlich zu überlegen, ob hier eine weitere Lagerhalle hier hinten vielleicht sinnvoll wäre. Erstes ready.
Erstes Werkzeug ready. Habe ich das gerade richtig gesehen? Oder erster... Ich glaube noch nicht. Der nächste Händler rennt hier vorbei. Ich brauche dich gar nicht mehr, Algen. Ich mache das hier alles selbst. Überhaupt kein Problem. Bis jetzt. Ja, da geht's los. Immer noch ein Tool erst. Das heißt, das ist noch nicht so richtig gut. Aber da kommen wir doch so langsam hin. Ich glaube, hier fehlt auch noch jemand, ne? Wobei der ja eigentlich theoretisch eingestellt ist. Jetzt sind hier schon zwei am Malochen. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Der Jäger rennt hier rum. Wir kriegen nach wie vor ganz gut Holz zusammen. 6-mal Holz, das ist gut. 6-mal Holz. Ja, was kriegen wir hier noch hingebaut? Damit sind wir durch. Das haben wir jetzt alles. Wir haben die Mine. Kommt ihr übrigens auch hier hin? Wahrscheinlich nicht. Wir haben die Mine. Storage haben wir. Wir haben das. Wir haben den Brunnen. Wir haben die Markt Area mit den Ständen. Bisher nur 3. Eine Taverne. Gibt den Zugang zu Bier. Lowers Public Order. Und die Kirche, die sollten wir wohl mal in Angriff nehmen. Kostet jetzt 8 Holz. Die würde hier oben hinkommen. Die würde hier oben hinkommen. Da ist der Zugang, so wird sie hier stehen. Würde ich sie irgendwie anders noch connecten? Ich würde sagen, wir klatschen die einfach so an die Straße hier. Brauche ich die jetzt eigentlich? Nachher brauche ich auch noch einen Popen oder sowas. Jetzt ist natürlich die Frage, was wichtiger ist. Wir haben noch nicht mal die Konstruktion für Felder, für Bauern, keine Farm. Siehst du, da brauchen wir Werkzeug wieder. Wir machen aber erstmal Kleinbauern draus. Macht das Sinn? Eigentlich macht es nicht Sinn. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Malzhaus haben wir noch nicht. Eine Brauerei haben wir auch noch nicht. Kostet alles Holz. Es kostet einfach alles Holz. Ich würde sagen, ich baue hier oben als erstes nochmal einen Holzer hin. Hier in den Wald. Attacke. Damit hier nochmal abgeholzt wird und wir aus zwei Stellen die Möglichkeit haben, von zwei Stellen Holz zu kriegen. Macht das Sinn? Ich glaube, es macht noch nicht mal Sinn. Weil wir... Wie viel Holz haben wir? 10. Weil wir... Jetzt rennt er da oben hin. Weil wir nicht genug Ochsen haben. Ich kann aber auch hier kein Ochsen ordern. Tja, das mit dem Trading ist so ein Ding in einem. Das ist so ein Ding. Produzieren wir? Empty. Generic. Bla bla bla. Empty. Er ist hier am Verhütten. Auf einfachste Art und Weise. Krass. Aber immerhin schon Blasebalg. Und hier den großen Turm. Das ist hier alles voll mit Kohle, ein bisschen was an Eisenerz und dann schmilzt es irgendwann durch und hast hier Schlacke da unten. Das ist natürlich wirklich
billigstes Eisen, ne? Auf einfachste Art und Weise. Jeder, der will, kann immer gerne mitmachen. Da auch. Aber es wird hier noch nichts geschmiedet. Sieht auch gut aus. Sieht gut aus. Wir haben hier tatsächlich Lederwaren. 15 von 15. Hier machen wir überall nur Freizeittypen, die mal Bock haben. Das muss hier aber nicht versorgt werden. Nee, da gehen die selber hin an den Brunnen. Wir sind versorgt. Wir haben aber nach wie vor nur einen Hammer. Das weiß ich halt leider noch nicht, wie das hier lübt mit dem, was hier fehlt. Connected to Road. Es ist soweit alles okay. Wir haben theoretisch alles. Jetzt bauen sie hier sogar die nächste Halle auf. Wait a minute. Ich sollte mal gucken, ob ich nicht auch noch Farmen bauen kann. Wir sind jetzt schon so groß. So ein Riesendorf. Und wir haben noch keine effektive Nahrungsquelle. Das heißt, einen Bauern mit dem einzigen Werkzeug, was wir noch haben. Wir brauchen weder für die Mühle noch für irgendwas anderes. Brauchen wir das Werkzeug. Und wir haben Felder. Can produce wheat, flax and barley. Wir bauen Bauern. Wait a minute. Wie war das hier oben? Wie war das hier oben? Water brauchen wir nicht. Emma als Getreide habe ich hier gar nicht gesehen. Ist es das dann überhaupt? Heißt es vielleicht nicht einfach anders? Flax, Barley ist da hinten gut. Roggen haben wir nicht zur Auswahl, glaube ich, anfangs. Was haben wir denn? Können wir denn irgendwas sehen? Haben wir denn irgendwas überhaupt? Hab ich denn irgendetwas an... an Getreide, was ich aussehen kann? Ich setze hier erstmal den Bauern hin, hier oben auf dem Hügel. Und inwieweit der irgendwas machen kann, das sehen wir danach. Vielleicht kann er gar nichts machen. Aber man muss es ja ausprobieren, ne? Um zu sehen, was da geht. Problem ID 26. Okay. Geil, Alter, die Farm. Oh, also dieses Bearbeiten hier. So halb, halb, zack, zack, zack. So, Feierabend, reicht. Wie es wieder aussieht, ey. Wie es einfach auch wieder gut aussieht. Krass. Was kann denn er jetzt hier?
und wie viele hier arbeiten können. Aber, wir benötigen wahrscheinlich. Wait a minute, nächstes Ding. Eine Area. Emma, Flux, Barley, was auch immer. Ray. Wir benötigen wahrscheinlich. Jetzt haben wir hier einen Acker daneben. Wow. Workers Limit. 6 Leute können hier rauf. Und wir könnten Emma produzieren. Da ist es ist doch dieses Emma, dieses Urgetreide. So ein ist das nicht so ein alte, ich weiß es gar nicht, ist das eine Weizenart? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. So. Muss ich jetzt hier? Ah. Mit Fruchtfolgen. Machen wir noch nicht. Fruchtfolgen eigentlich gut, wenn das wirklich so ist. Fruchtfolge. Also in dem einen Jahr machen wir dieses Emma, im nächsten Jahr Flachs, im nächsten Jahr Barley. Theoretisch lässt man mal vielleicht auch mal ein Jahr einfach nichts. Dass man den Boden nicht so komplett auszehrt, weil halt eine Art Pflanze immer gleiche Nährstoffe braucht. Und irgendwann sind sie nicht mehr da. Ich lasse es erstmal so, wie es ist. Und ich würde sagen, wir stellen hier mal 2 Leute ein, plus einmal und auf freiwillig. Komplett nass und matschig, Alter. Was soll da wachsen, ey? Krass. Geil, auch mit dieser kleinen Umrandung, mit den Büschchen ringsherum und so. Hammer. Ja, hier oben kommt die Kirche hin. Das fühle ich immer mehr. Das passt doch gut. Das passt doch sehr, sehr gut. Wir haben die ganze Zeit jemanden, der hier sein soll, aber irgendwie ist hier nie jemand. Ich mach das nochmal an. Vielleicht wird ja irgendwann doch für irgendjemanden das interessant. Nahrungsmittel nehmen tatsächlich ab. Und wir haben hier schon 24 Eisenbarren. Aber wir benötigen doch. Und das ist jetzt die Frage, wo ist das Problem? Wir benötigen das und Fuel. Okay, das ist das Problem. Wir brauchen hier jemanden, der beziehungsweise hier jemanden, der uns die Holzklötze verkauft. That's the point. Da haben wir es. So, wir haben hier hinten übrigens noch keinen, oder? Arbeiten hier welche manchmal freiwillig? Offensichtlich. Offensichtlich arbeiten hier welche manchmal aus Langeweile. So, ich mache hier Pause. Und genauso auch hier Pause. Denn wir benötigen hier gerade nicht. Und genauso auch. Ne, da nicht. Wir haben nämlich die Basics jetzt.
Uns fehlen bloß die Versorgung. Hier ist auch schon jemand wieder. Und da ist auch schon jemand. Okay, wenn wir das haben, ich mach mal auf schnell, dann sollte das doch bald lüppen. Genauso haben wir aber auch Feldarbeiter hier. Und sie fangen an. Nee. Sieht man eine Veränderung? Ja klar. Kratz doch einfach die Straße auf, Uschi. Du machst das schon, Els. Die Els, Alter. Mit 6 Leuten wäre das richtig, die sind zu dritt. Aber es sieht anders aus, ne? Ja, es ist ein bearbeiteter Bereich, es wird dunkler. Krass. Wie sie sich vorarbeiten. Völlig random. Da kommt der nächste wieder. Komplett random. Jo, ich geh mal hier so, die rum, la rum, anstatt hier einfach eine Bahn zu ziehen. Nee. So, wie sieht das aus? In der Schmiede. Da fehlen jetzt die Leute. Ei, 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 ei. Haben die gerade hier eingelagert? Ja, der holt von hier hinten das Holz. Wow. Wir machen hier mal Pause, bitteschön. Und schicken die mal bitte hier hin. Sunding wir das. Weil hier muss man ein bisschen regenerieren. Wir haben ja hier einen Raubbau sondergleichen an dem Wald gemacht. Das ist ja Katastrophe. So, der Förster. Förstert hier auch so zwischendurch mal freizeitmäßig. Die ackern hier schön den Acker durch, sind fast fertig. Krasser. Shit. Die sind sogar ready. Da rennen jetzt hier 6 Leute über den Acker oder was? Ihr seid aber auch wild drauf. Alter, das Game, ne? Aber ohne Scheiß, es ist wirklich gut, weil es so komplex ist und was man alles machen kann. Es ist ein richtig, richtig gutes Ding, ey. Wenn das hier mit dem Handeln und so alles noch ein bisschen logischer wird oder irgendwie verständlicher. Ich bin drauf und dran, neue Häuser zu bauen, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass es aus dem Verhältnis geht zwischen produzierter Nahrung und Bedarf. Auf einmal habe ich viel zu viel Bedarf und komm nicht mehr hinterher und die Leute sterben einfach. Deswegen, das ist halt immer das größte Risiko. Dass man hier nicht mehr genug Nahrung hat. Wäre halt uncool ein bisschen, ne? Das wäre halt uncool. So, jetzt haben wir hier gerade den Verbrauch an Holz. Nahrung läuft hier die ganze Zeit wild hin und her. Ich habe aber kein Holz. Und das brauche ich dringend. Get to work. Oh, hier wächst es jetzt. Hier wächst es. Geil. Perfekt, perfekt. Also, es geht vorwärts. Es geht vorwärts. Es wächst und gedeiht alles. Super. Jawohl. Wir haben Foodproduktion. Wir haben ausreichend Lebensmittel. Und haben wir auch die große Hürde endlich des Schmiedens gepackt.
Ich glaube, wir packen es so langsam. Es sind die Materialien schon drin. Und wir haben schon 8 Tools. Wir haben 8 Tools. Und dementsprechend bauen wir jetzt hier Gemüsegärten an. Gemüsegarten. Gemüsegarten. Yes. Und nochmal. Hier ist ja gar nichts zu sehen. Aber vielleicht kommt das noch. Wir haben Gemüsegärten hinten drin. Gucken, wie sich das ändert. Auch das wird genauso beackert wie die Felder. Wir sind schon im September. Ob das noch reicht? Dass die da noch was pflanzen können? Und es geht natürlich Arbeitszeit von dem, das wurde auch schon gesagt, Arbeitszeit von dem, was sie eigentlich machen, geht natürlich flöten für ihre eigene Versorgung, ne? Aber es wächst hier, guck mal, wie es hier schon wächst. Zap, zap, nächste Stufe. Ja, was jetzt hier ist, das sah ja ein bisschen nach Fail aus, ne? Keine Ahnung, was die hier machen. Ich glaube, die pflanzen einfach nur Wiese an. Naja, wem schmeckt, ne? Wie sieht's denn hier aus? Haben die schon geerntet, oder was? Nee. Die haben schon geerntet. Da kommt schon die nächste Aussaat. Bedeutet, ich könnte noch eine Windmühle und so bauen. Windmühle, hier, höchster Punkt. Wo ist das Mühlrad, damit es auch irgendwie cool aussieht? Ich sehe es nicht. Da ist wohl der Eingang. Keine Ahnung, maybe hier, ich baue es einfach jetzt so, bringt ja alles nichts, so schräg, aber auf dem höchsten Punkt in der Region. Und es wird gebaut, ratzfatz, da ist es, okay, naja, passt schon. An der Farm hier. Passt doch gut. Ach krass, Alter. Und guck mal hinten die Gärten. Alter, ohne Scheiß, ne? So viel Details. Und überleg mal, das hat ein Dude sich so erdacht und gemacht, soweit, ne? Die ganzen Malocher, kommen sie alle an. Zack, 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 wird eben mal locht. Die Sachen werden rangeschafft. Fertiggestellt. Windmühle. Da muss einer rein und einer aus Spaß kann da auch rein. Krass. Und kommunaler Ofen muss hier auch hin. Der kommt hier direkt in der Nähe vom Marktplatz. Passt er hier hin? Ach, come on. Knapp nicht. Wegen der Straße unten oder oben? Vielleicht wegen der Straße unten. Mit Alt. Remove. Ein gemeinschaftlicher Ofen. Passt er auch nicht hin? Auch nicht? Ach, komm. Passt da einfach nicht hin. Hier auch nicht. Und es wintert schon wieder. Dann müssen wir ihn leider einfach hier am Bauernhof machen. Oder hier unten. Hier ist doch auch nicht schlecht. Wir machen ihn hier hin. Ja, auf der anderen Seite von dem Lager.
dann haben wir den Food-Bereich zusammen. Das muss bloß hier runter transportiert werden und hier wird gebacken im Dorf. Dann ist es nicht so weit weg. Ist das der Hammer, ey. Immer das mit dem Escape, ey. Low on food. Got it. Ja, jetzt kommen wir doch noch in die Bredouille. Wir haben Food für einen Monat und wir haben Nachschub an Holz für einen Monat. Und damit werden wir wahrscheinlich mit unserem gesamten Dorf finally doch noch in den Untergang gehen. Wer hätte das gedacht? Krasses Game. Sehr, 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 sehr cool, dass man das zocken konnte in dieser Demo-Version. Alleine in dieser Demo-Version der absolute Burner. Grafisch der absolute Burner, von den Ideen her sensationell. So, wie man es jetzt erstmal anfängt, der absolute Hammer. Man macht ja noch gar nicht viel und es ist schon so wahnsinnig viel, an das man denken muss. Man baut erstmal nur auf. Und das ist schon so gut und so gut durchdacht in ganz vielen Sachen. Und es macht einfach Bock. Es macht einfach Bock. Ich freue mich mega darauf, wenn das Game rauskommt. Dann kann man bestimmt nochmal richtig gut reinsuchten. Und wenn dann auch noch die Komplexität eines Königreichs, wie auch immer, eines Fürstentums oder wie man es nennt, wenn das dann auch noch dazukommt, ist das doch der Hammer, ey. Dann ist es doch der Hammer. Ich freue mich, wie gesagt, mega drauf. Bin echt gespannt, was uns mit diesem Game noch erwartet. Wenn es dir gefallen hat, auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann, wenn es draußen ist oder halt in anderen Games. Dankeschön fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal.